Hallihallo und willkommen zurück bei Gothic 2. Sicher, ich habe nichts zu überstürzen. Ganz ruhig. So, ich habe mir noch einmal die Quests angeschaut, die wir hier noch so haben. Von das Auge Innos bis Ravens Sklaven. Denn das ist die erste Quest, die dann rein in Yakendar spielt. Und die wir dann auch dort bekommen haben. Da haben wir noch einiges, was wir machen können, bevor wir ins Minental gehen, und ein paar Sachen dafür werden wir dann eben ins Minental müssen. Wir werden aber so ein bisschen was vorziehen. Zum einen würde ich jetzt gerne schauen, ob wir irgendwo noch Dietriche bekommen, und zum anderen möchte ich gerne schauen, ob wir die Quest Die Blutkelche abgeschlossen kriegen. Die ist von der Diebesgilde, von der Anführerin Cassia haben wir die bekommen und sollen die 6 Blutkelche bringen. Die sind alle in der Stadt zu finden und ich habe auch die entsprechende Mondgesänge-Seite offen, wo steht, wo wir die herbekommen und wie wir rankommen. Dafür braucht man Taschendiebstahl und Geschick von über 30. Normalerweise wäre es auch noch gut, Schleichen zu haben. Das mit dem Schleichen lassen wir aber mal sein. So, er muss natürlich jetzt wieder hier die Figuren alle laden. Und naja, man könnte auch die Chance nutzen, sich nochmal ein bisschen Geld zu verschaffen, aber das machen wir dann später. Oh, das Laden hier ist aber wirklich nervig. Hallo Torben. Hey. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Naja, immerhin 12 Stück. Einen Apfel nehmen wir auch mit. Und eine Weidenbeere kannst du behalten. Dann werden wir jetzt auch direkt unseren Taschendiebstahl nochmal ausprobieren. Wenn wir schon dabei sind. Jawohl, die Erfahrung ist nämlich super, wie ihr seht. So. Wer ist denn der Typ nochmal? Also das erste Ziel wäre Gerbrands Haus im oberen Viertel. Ist ein alter Kumpel von Diego, wie es ausschaut. Und der hat eine Truhe im ersten Stock. So, die Sache ist, mit dem Schleichen, es ist zwar schön und gut, wenn man schleichen kann, aber es ist nicht notwendig, soweit ich mich erinnere. Aber ich glaube, das habe ich im vorherigen... Na, jetzt muss ich wieder gucken, dass die Soundspur auch synchron ist. Wenn er so hängen bleibt, ist das immer ein bisschen schwierig. Hui. Glaube ich, schon mal gezeigt, dass man durch Springen auch nicht entdeckt wird. Zumindest, wenn die Charaktere schlafen. Fernando und Gerbrand, wo wohnst denn du? Du stehst hier. Das heißt, dann wird eins von diesen Häusern hier deines sein. Hat sich jetzt hier schon einer bewegt und gemeint, dass er uns irgendwas vorzuwerfen hat. Hier ist eine Truhe. Da wir jetzt zwar Dietriche haben, aber ich damit ein bisschen spärlicher umgehen will. Okay, das ist die falsche Truhe. Ja, waren aber 50 Gold drin. Nun gut. Haben wir einen Dietrich verbraucht, bleiben noch 12. Aber Truhe im ersten Stock ist schon mal gut. Hallo Stadtwache. Das ist doch schon lange bekannt. Gibt's hier einen zweiten Stock? Das ist doch alles nur Gerede. Nein, aber auch hier gibt's eine Truhe, die man knacken könnte. Dann wollen wir doch auch hier einmal speichern vorher. Das ist eigentlich alles gar nicht so. Okay, links, rechts, links, nein, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Nee, hä, was mache ich denn da? Moment, wir machen das jetzt nochmal, wir versuchen das jetzt mal komplett rauszufinden. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, nein, links, rechts, rechts, links, links. Okay, aber das Ganze machen wir, wie gesagt, dann einmal geladen, weil so viele Dietriche für so eine blöde Truhe verschwenden. Da bin ich jetzt ein bisschen kleinlich geworden.
Weil die Dietriche sind nun mal selten. Links, rechts, rechts, links, rechts. Nein, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Okay, einen dafür können wir verbrauchen. Weil es eine große und doofe Truhe ist. Ich weiß gar nicht, ob uns Lord André dafür belangen kann. Die Insel. Da hätten wir schön was lesen können, aber das wollen wir gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich in das Haus von... Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Leute gehört. Nix. Das hätte er auch selbst wissen können. Gerbrand. Ich bin ganz deiner Meinung. Was hast du hier zu suchen? Kluges Kerlchen. Nix. Nix, nix. Na, müssen wir mal pennen gehen eigentlich. Ups, falls man das gehört hat, das war mein Handy. Dann pennen wir mal eine Runde bei unserem Arbeitgeber, wo wir ja schon lange nicht mehr waren. Und schauen da mal vorbei. Und ja... Dann müssten wir eigentlich mal zu Lord André gehen, weil ich mit dem Stehlen echt nicht so ganz sicher bin. Aber ich glaube, mehr als dass man da Geld bezahlen muss, passiert da eh nicht. Und Geld ist nun mal echt kein Problem. Weil ich gar nicht weiß, ob einen dann die Stadtwachen darauf ansprechen. Geh mal zu Lord André oder so. Glaubst du wirklich daran? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe doch keine Ahnung. Fragt mich doch nicht. Jetzt habe ich natürlich bis morgens geschlafen. Ich Volltrottel. Ich wollte doch bis nachts schlafen. Das ergibt ein bisschen mehr Sinn, weil wenn ich bis nachts schlafe... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Dann ist nachts. Wird sich das jemals ändern? Und dann kann ich wahrscheinlich besser in die Häuser einbrechen. Was ich natürlich nicht will und tue, aber ich mach's trotzdem. So, okay. Bis Mitternacht schlafen. Dann müsste doch der gute Herr Schmied jetzt eigentlich auch in sein Bett wollen. Oder pennen die da unten? Kann auch sein. Schöne Beleuchtung haben wir hier nachts. Die Straßenlaternen brennen. Die Straßenlaterne steht scheiße da, aber das macht ja nichts. Wobei, eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es sieht doch ein bisschen komisch aus, finde ich. Hallo Arbeiter, hallo Arbeiter. Du hast hier nichts zu suchen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Die Arbeiter motzen mich an, weil ich in dieses Haus gegangen bin. Faszinierend. Aber ich möchte kein Schleichen dafür holen. Das sind bestimmt nochmal 5 Lernpunkte. Deswegen machen wir jetzt hier wieder Hüpfi die Hüpf Hüpf. Genau, denn dort drüben pennen ja welche. Dann speichern wir mal an dieser Stelle, weil da sind sie noch nicht wach. So. Ja, ist die richtige Truhe. Sehr, sehr schön. Hier haben wir nämlich jetzt einen Blutkelch und 100 Gold. Sehr schön. So, und damit die uns nicht erwischen, während wir hier rausgehen, hüpfen wir auch hier hinaus. So, zack. Ist natürlich so ein bisschen Bug-Using, könnte man schon fast sagen, wobei ich, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal in dem Fall, ich finde es irgendwie komisch, dass der Charakter nicht weiß, wie man schleicht und dafür Lernpunkte ausgeben muss. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er das schon kann und deswegen konnte er das tun. So einfach und so scheinheilig. So, dann als nächstes haben wir ein Haus. Das Haus neben Salandriels Geschäft. Das ist also hier
Wo bin ich denn da? Hier drüben. Müsste das dann sein? Da ist ja der Baum. Und da ist ein Geschäft. Ah, der Wächter steht aber natürlich dumm hier. Ist das hier das Geschäft? Ja, hey, das ist Salandriel. Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Wow. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja interessant. Okay, genau, das bemerken die nämlich. Okay. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Dann leg dich mal wieder hin. Die Wache interessiert es auch nicht, okay. Gespeichert haben wir noch nicht, ne? Machen wir mal 9. Ich glaube, das hier kann man getrost Einbruchsserie nennen. Das Blöde ist natürlich, man ist nicht sehr präzise unterwegs, wenn man springt. Denn genau, da wollte ich hin. Ich komme trotzdem nicht ran. Also, einmal in den Herd gesprungen. Das ist natürlich auch sehr, sehr klug. Komm schon, es muss doch eine Möglichkeit geben, an diesen blöden Truhenschlüssel ranzukommen. Ach, hier kann ich mich bewegen, okay. Immer natürlich die Frage, wie weit können wir uns bewegen, ohne dass es irgendwer mitbekommt. Das ist zu weit entfernt. Nun gut, einmal hier rüber. Und einmal auf die Truhe. Das hat sie nicht gestört, in Ordnung. Da haben wir Blutkelch und 150 Gold. Hatte natürlich kein Schloss, weil den Schlüssel haben wir gerade aufgehoben. So einfach, so einfach. Rathaus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Blutkelche haben wir schon, weil es könnte sein, dass ich den schon mitgenommen habe. Der steht so offensichtlich und so draußen rum. Goldener Kelch, goldene Schale. Goldener Kerzenständer. Blutkelch. Nein, wir haben erst 2 Blutkelche. Dementsprechend kann es nicht sein, wir haben noch gar keinen. Dann können wir das alles ja schön der Reihe nach abarbeiten hier. Also, einmal ins Rathaus. Hallo Lord Hagen, hallo Albrecht. So. Wenn da schon Wasser für mich bereitsteht und Wein. Moment, was steht da? Auf dem Kaminsims. Bist du eine Wache oder nur eine Rüstung? Du bist nur eine Rüstung. Hallo Cornelius. Das war aber nur eine goldene Schale und das ist nur ein goldener Kerzenständer. Und ein Silberteller. Nein, Cornelius, ich habe nichts geklaut. Frag nicht so blöd. Wie viele Kaminsimse haben die denn hier in diesem reichen Haus? Meine Güte. So, hier ist noch eine Truhe. Haben wir mit Cornelius eigentlich mal... Was ist los? Keine Ahnung, Larius. Ich weiß es wirklich nicht. Haben wir mit euch schon mal gesprochen? Und vor allem, die viel wichtigere Frage ist, wo ist der Blutkelch? Oder ist das hier nicht das Rathaus? Ich dachte, die hätten sich das Rathaus zu eigen gemacht. In der oberen Etage des Rathauses auf dem Kaminsims. Das ist die obere Etage des Rathauses, oder nicht? Hallo Lord Hagen. Was geht? Hast du zufällig ein Blutkelch auf deinem Kaminsims? Kaminsims ist doch das oben über dem Kamin, oder habe ich jetzt was übersehen und bin blöd? Das ist auch nicht die obere Etage, außerdem ist hier kein Kamin. Gehen wir noch einmal rauf. Hallo Cornelius. Dann haben wir mit dir schon mal gesprochen. Ein Sessel hätten wir hier. Aber der hätte doch dann bestimmt auch Blutkelch dran gestanden, oder? Hätte er nur goldener... Nee.
Wir haben nur... zwei Blutkelche. Jetzt bin ich überfragt. Also Mondgesänge liegt falsch, könnte ich mir jetzt eigentlich eher nicht vorstellen. Kaminsims. Was ist denn hier los? Oder habe ich den Blutkelch mal irgendwann abgelegt? In die Truhe irgendwo. Am Kloster. Was ziemlich dumm wäre. Vor allem, weil ich mich nicht dran erinnern kann. Oder ist es in der Truhe hier drin? Verdammt. Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Okay. Mit dir sprechen wir noch. Aber ich möchte erst wissen, wo dieser Blutkelch ist. Bin ich denn komplett bescheuert? Ja, bitte einmal aufstehen. In der oberen Etage des Rathauses. Nun gut. Dann links war falsch. Rechts. Doppelrechts. Das war jetzt 8-mal rechts für 50 Gold. Wow. Auch da habe ich jetzt natürlich wieder einen Dietrich verbraucht, aber einer ist für mich immer noch ertragbar irgendwo. Ne, ich find's nicht. Ich find's einfach nicht. Dann werden wir jetzt nochmal mit dem Typen hier drüben reden. Wer bist du? Ich bin Larius. Ich bin der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Dann bist du hier also verantwortlich. Ich, nun, zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando, jedenfalls solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladine in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die Stadt betreffen. Aber das hier ist doch das Rathaus dann, oder? Und nicht das, wo Lord André sitzt. Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Wollen wir den Statthalter das Geld klauen? Ich meine, wir sind gerade eh auf Diebestour. Ja, und 120 Gold und 90 Erfahrung sind nicht zu verachten. Definitiv nicht. Warum hast du meinen Blutkelch gegessen? Nun gut, dann gehen wir weiter. Das sind nur blöde Bücher. Das ist auch nix. Bin ich echt so blöd? Wow. Okay, wir haben den Blutkelch gefunden. Es tut mir leid, wenn ihr euch jetzt vor dem Bildschirm aufgeregt habt. Jetzt guckt doch mal da, da steht doch noch einer. Mann, bist du denn blind? Aber auf dem Kaminsims habe ich geschaut und da war nichts. Das war auf dem Schrank. Finde ich nicht fair. Mich einfach so zu hintergehen. So, ja, können wir schon den nächsten nehmen noch. Macht ja nichts. Dem Richter müssen wir zunächst den Schlüssel klauen. Wo wohnt denn der Richter? Ach so, das ist dort drüben. Ja, das ist wieder interessant, dieser Einbruch. Richterhauswache. Ich meine, wir müssen eh erst dem Richter den Schlüssel klauen, aber dafür sollten wir jetzt genug Geschick haben. Also warum springe ich hier eigentlich? Hallo? Hey. Das ist der Richter, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, der war hochnäsig, deswegen ist es okay, wenn wir ihn beklauen. Nein, liebe Kinder, das war keine Anweisung, dass ihr arrogante Menschen beklauen sollt. Wir haben einen Truhenschlüssel erhalten. Tja, aber wo ist denn eine Truhe? Ich sehe keine Truhe. Seht ihr eine Truhe? Nein. Also, wenn ihr eine seht, dann habt ihr wahrscheinlich Halluzinationen. Denn hier ist keine Truhe.
Doch, was es hier gibt. Hier in der oberen Etage. Was ist los? Nichts. Ich habe nur ein Schild gedrückt, was hier oben rumhängt. Und dieses Schild hat hier etwas geöffnet. Und da ist eine Truhe. Und in dieser Truhe finden wir ein Blutkelch und allerlei lustiges Zeug. Boah, so eine Diebestour ist schon toll. So, Blutkelch Nummer 4 ist abgehakt. So, wo wohnt denn Valentino? Der sollte nämlich gerade in der Kneipe sein. Mal gerade mal schauen. Also auf meiner Karte ist er nicht im oberen Viertel verzeichnet, sondern unten in der Kneipe. Aber er wohnt ja im oberen Viertel, ne? Haben wir den schon mal verdroschen eigentlich? Okay, dann gehen wir den jetzt mal verdreschen. Wenn wir das denn noch müssen. Ansonsten klauen wir ihm auch seinen Schlüssel per Taschendiebstahl, wenn das geht. Und dann waren wir doch diese Folge im Gegensatz zur letzten mal wieder sehr produktiv. Finde ich. Da hätten wir jetzt auch eine Abkürzung gehen können, glaube ich. Wobei, das ist jetzt genauso schnell. So. Dann müssen wir nämlich noch in die Kneipe. Wir können nur abwarten. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Einen reichen Jüngling. Wir sind schon um einiges stärker geworden, seit wir das letzte Mal hier waren, habe ich das Gefühl. Welches Level sind wir denn eigentlich? 15, sehr nice. Hast du mir noch was zu sagen? Lass mich in Ruhe. Haben wir ihn denn seinen Schlüssel dann schon geklaut? Das ist doch kein Geheimnis. Verrosteter Schlüssel, Orklager, Schlüssel, Hütte von Captain Greg. Schlüssel, Pforte Innos, rostiger Schlüssel, Tor am Pass. Xardas Truhe, Banditenschlüssel, Vorratskammer im Kloster, Bibliothek im Kloster, alter Schlüssel zu einem Vorhängeschloss, Orlans Schlüssel, Valentino. Wir haben ihn nämlich schon verdroschen einmal. Ha, sehr schön. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir das tatsächlich gemacht haben, aber gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich in der Aufnahmephase ein Jahr Pause hatte immer. Was Gothic angeht, traurig eigentlich, dass es so weit kommt, ne? Aber es kommt vor, dafür habe ich jetzt aktuell immer noch so viel Lust auf Gothic einfach. Also gerade jetzt wieder, wenn wir wieder hier im alten Bereich sind und so. Und es nicht mehr ruckelt, weil es einmal alles geladen ist. Ich glaube, wenn wir in der Stadt starten, muss ich einmal durch die Stadt laufen und dann die Aufnahme anfangen, damit wir ein besseres Erlebnis haben. Also vor allem ihr in dem Fall, weil ich habe das Erlebnis mit dem Ruckeln ja dann trotzdem, aber... Jetzt natürlich nur die Frage, wo wohnt der Mistkerl? Wo wohnt Valentino? Und dreht an der erloschenen Lampe in der oberen Etage. Sieht nicht aus, als würde Valentino hier wohnen, alleine weil hier oben keine erloschene Lampe ist. Gut, war nur ein Versuch wert. Hier ist noch eine erloschene Lampe. Bin schon weg. Das Haus haben wir ausgeraubt. Das ist der Laden von dem Typen. Da drüben sitzt einer unter Baum und pennt anscheinend. Dann muss ich ja noch ein Blutkelch in einem dieser Häuser hier befinden. Naja, und eigentlich müsste das ein Haus sein, in dem niemand zu Hause ist. Wie zum Beispiel hier, wo wir ein leeres Bett vorfinden. Was suchst du hier? Geh! Das ist keine erloschene Lampe. Entschuldigen Sie bitte, junge Dame. Kluges Kerlchen. Aber hier ist ein leeres Bett. Zu wem gehört denn dann dieses Bett? Weil Gerbrand wohnt da.
Aber ansonsten ist hier auf der linken Seite gar kein Haus mehr. Dann waren wir hier drüben schon. Dann muss es ja eigentlich das Haus sein hier. Aber das hier hat keine Obrit. Doch, hat es. Entschuldige, Fernando. Geht doch. Na okay, Fernando muss natürlich aber auch irgendwo wohnen, ne? Aber das ist Gerbrand, das ist nicht... Ich habe zumindest keine Lampe gesehen. Wollen wir nochmal gucken gehen? Und dann lasse ich es auch gut sein und dann machen wir das alles in der nächsten. Ich meine, die Lampe hier hängt doch auch komisch. Und die hier. Erloschene Lampe. Ich sehe nur die Kerze da. Sessel. Wein habe ich noch. Einen Silberteller, den wir klauen können. Das ist nur eine einfache Bürgerin. Aber nun gut. Dann machen wir den Rest der Diebestour in der nächsten Folge. Und die werde ich jetzt auch direkt im Anschluss aufnehmen. Aber ich glaube, ich werde vor der nächsten Aufnahme mal eben Valentinos Haus suchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.